Herzlich willkommen auf Rhein-Marien Fishing TV. Mein Name ist Tobias. Ich bin der Marc und wir befinden uns hier auf einem Stillgewässer. Heute wollen wir euch einige Schwimmwesten vorstellen der Firma Spinlock, die euch auf jeden Fall sicher am Wasser begleiten werden. Kommen wir nun zum ersten Kandidat. Hier ist die Spinlock Alto 75N. Sie ist sehr bequem zu tragen, lässt sich hervorragend einstellen via Hüftgurt und eignet sich deshalb ideal für Bellybootfahrer, Kajakangler oder andere Wassersportler wie Kanus, Stand-up-Paddling und so weiter. Sie ist nicht selbstauslösend, da man ja bei solchen Sportarten bekanntlich auch mal ins Wasser fällt. Hierfür muss man diesen Hebel betätigen und dann, wenn die ausgelöst hat, erstrahlt der Auftriebkörper in einem schönen, grellen Neonton, sodass man auf dem Wasser auch optimal gesehen wird. Nummer 2 im Test heute ist die Spinlock Deckfest Light 170 Newton UML. Bei der Deckfest Light haben wir einen Auftrieb von 150 Newton angegeben. Tatsächlich sind es sogar 170 Newton und dabei sprechen wir hier schon von einer richtigen Rettungsweste. Die Weste greift bei einem Körpergewicht von 50 Kilo ungefähr und ist dabei nur 860 Gramm schwer. Also ist total, wie der Name schon sagt, sehr leicht zu tragen. Bei dem Modell Light habt ihr ein ultra flaches Trageprofil, so dass ihr wirklich einerseits durch die Seite reinschlüpfen könnt, andererseits aber auch hindert euch das nicht bei eurer Tätigkeit, auch gerade im Winter bei dicken Thermoanzügen oder ähnliches mit Kapuzen zum Beispiel, hindert euch es gar nicht. Ihr habt hier die Möglichkeit bei der Version auch noch verschiedenste Zubehörteile anzuschließen. Wir haben hier verschiedene Laschen noch, wo ihr zum Beispiel Trillerpfeifen oder Warnleuchten, Warnsignalleuchten anschließen oder anbringen könnt und ihr habt wirklich einen sehr, sehr hohen Tragekomfort. Die Light ist natürlich eine Automatikweste, sonst würden wir hier nicht von einer Rettungsweste sprechen. Sprich, die löst sofort aus, sobald ihr ins Wasser fallt. Ihr bekommt diese Version in 6 verschiedenen Farben. Was bei jeder Version oder bei jeder Farbe immer dabei ist, sind reflektierende Applikationen überall, die wie bei einem Fahrrad bei Katzenaugen immer Gegenlicht zurückstrahlen, sodass ihr da auf dem Wasser oder im Dunkeln auch noch besser erkannt werdet. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Kandidat, zu der Spinlock Deckvest 6D 170N Elite. Die gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen, einmal als 170er und als 275er Newton Version. In diesem Fall haben wir jetzt die Pro, die hat 275 Newtonmeter. Die Rettungsweste kann man super leicht auf den jeweiligen Brustumfang einstellen, mittels dieser Schnalle hier vorne. Außerdem sie auf der Rückseite ein kleines Sichtfenster, ich zeige das mal eben in die Kamera. Da kann man den Status der CO2-Patrone jederzeit sehen. Bei unserem Topmodell habt ihr außerdem noch ein cooles Gadget und zwar nennt sich das Spray Hood und das versteckt sich hier hinten drin. Das ist wie eine Art Kapuze mit einem großen Sichtfenster vorne drin, das unter anderem die Platzangst verringert und euch ja, vor Spritzwasser schützt oder vor Wind. Und ich denke, das ist nochmal ein ganz cooles Gadget,
das dieses Pro-Modell nochmal auszeichnet. Das Bergungsseil, da kann man einen dran ranziehen, wie der Marc jetzt schön vorführt. Okay. Dann haben wir hier oben auch die Pfeife. Funktioniert. Also ich muss wirklich gar nichts machen, da ist so viel Druck drauf. Und hier haben wir nochmal die Signalleuchte. Im Dunkeln werdet ihr hier noch besser erkannt. Wenn ihr nicht schon durch die Neonfarben erkannt werdet. So, und hier haben wir nochmal den Spritzschutz. Den könnt ihr dann hier runterziehen. Im Detail, das nenne ich meine Schwimmweste. Also wir haben hier 170 Newton oder wahlweise 275 in der Pro Elite Version. Ich bin ein bisschen außer Atem. Wir haben hier das Warnlicht, was leuchtet nur, wenn du im Wasser bist. Dann haben wir hier die Pfeife, die funktioniert. Wir haben hinten nochmal den Schutz durch die Scheibe gegen Platzangst, aber auch für Spritzwasser kann hier nichts passieren, bei Wellengang, bei Wind, bei Wetter. Und wir haben hier nochmal das knallrote Bergungsseil, wo man einen aus dem Wasser heben kann oder abfischen kann oder wie auch immer. Boah, jetzt ist mir kalt. Die Wartungspauschale für die Revision von Rettungswesten beträgt bei Spinlock alle 2 Jahre im Freizeitbereich und im Profibereich sogar jährlich. Alle Westen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, sind natürlich mehrfach benutzbar, sprich nach den genannten Intervallen von 1 oder 2 Jahren werden die Kartuschen neu ausgetauscht. Ihr könnt aber auch bei Auslösung selber neue CO2-Patronen kaufen und die einbauen oder einbauen lassen und dann könnt ihr die Weste einfach wieder verwenden. Das war's auch schon. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Alle näheren Infos und Beschreibungen nochmal findet ihr unten unter dem Video, in der Videobeschreibung. Und ja, nicht vergessen, folgt uns, kommentiert, liked, wenn ihr mehr solcher Vorstellungsvideos sehen wollt oder mehr von uns beim Angeln sehen wollt. Dankeschön, bis dahin. Bis dann.